Ich grüße euch. Es wurde die Frage gestellt am Arche Forum. Wo habe ich es hier? Naja, noch nicht hier. So. Okay. Wie man immer im Vordergrund zeichnen kann, das geht nicht direkt. Aber wenn ich jetzt Zeichnungen einfüge, ist es immer gut, nicht sie zu öffnen, sondern, also externe Zeichnungen wie PDFs, DWGs, DXFs und so weiter, sondern immer über externe Daten, externe Zeichnungen platzieren, hereinzuholen. Wenn ich hier zum Beispiel jetzt dieses Zweifamilienwohnhaus, diesen Plan, der wurde eben auch AutoCAD gemacht, offensichtlich, wenn ich das jetzt öffne, ich muss natürlich dann die richtige Skalierung kennen, ist auch klar, oder ich muss zweimal machen, dass ich es dann drinnen habe. Wenn ich das jetzt platziere, 0, dann kann ich natürlich drüber zeichnen. Ich mache das jetzt mal mit massiv gelb und zeichne hier mal was drüber. Dann liegt alles, was ich darüber gezeichnet habe, immer drüber. Ich kann aber rechte Maustaste in den Vordergrund, also das markieren, Reihenfolge Darstellung in den Vordergrund, dann habe ich das im Vordergrund. Also je nachdem, wie ich es dann haben will. Wie gesagt, geht auch für PDFs. Und rechte Maustaste, also rechte Maustaste, Reihenfolge Darstellung in den Hintergrund. Wenn ich jetzt irgendwas drüber zeichne, irgendwas drüber schreibe, ist das auf alle Fälle im Vordergrund. Ist nicht zu schwer. Also man sieht es ganz deutlich, auch diese Linie geht jetzt vor der Schrift vorbei. Man kann auch hier geht direkt vorbei. Ist übrigens immer ganz gut, wenn man sich irgendwo in der Nähe des Nullpunktes aufhält, wenn man sowas reingibt. Das heißt, wenn ich ein DWG-Programm kann, das heißt, von einem Geometer kann es ja durchaus sein, dass es Kilometer weit weg ist, dann muss ich es mir natürlich zum Nullpunkt schieben. Dann hat das noch einen Vorteil, Störing hat das T. Ich habe hier die Ebenen dieser Zeichnung nicht gemixt, Steuerung L, mit der Ebenenstruktur, die ich ohnehin in AutoCAD habe. Wenn ich das zerlege, dann sind diese Ebenen, das kann eine viel, viel mehr sein, als ich zuerst gezeigt habe, dann alle vermixt in meiner AutoCAD-Datei. Ich kann das allerdings zerlegen. Nur soll ich mir das sehr gut vereinigen, zerlegen, in 2D-Elemente zu legen. Wenn ich das mache, dann habe ich den gleichen Effekt, als wenn ich es normal geöffnet hätte. Das würde ich aber nicht tun. Gut, viel Spaß damit.